Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Oblivion hier in der Kaiserstadt, wo wir das letzte Mal zurückgekehrt sind, nachdem wir Seridur enttarnt haben, ja, als Vampir, der er war und hat behauptet, dass andere Vampire seien. Ja, ja, so verschlagen und hinterhältig sind diese Vampire also, aber wir konnten das Ganze also jetzt aufdecken und sind, heil wieder zurückgekommen. Seridur ist weniger heil davon gekommen, den haben wir schlagen, samt seinen ganzen Dienerschaften in der Gedächtnishöhle. Hat alles sehr gut geklappt. Bin ich wirklich begeistert, dass das jetzt alles so am Schnürchen gelaufen ist. Und jetzt wollen wir ja nach Shady Null. Aber erstmal verkaufen. Genau, das war noch. Da kommen wir halt mal wieder nicht drum rum. Das müssen wir, damit wir uns in der Tat wieder etwas frei machen. Ich habe auch zwischen den Aufnahmen jetzt bin ich nochmal zum Haus zurück und habe ein paar Tränke aussortiert. Das war jetzt schon lange mal überfällig. Jetzt haben wir ein paar Kilo aus dem Inventar freigeschaufelt. Jetzt müsste das in Zukunft wieder etwas besser gehen. Es ging schon noch, aber es war echt schon in einem Bereich, wo es einfach nur noch mühsam war. Habe ich das mal außerhalb der Folge gemacht. Ihr seid mir da bestimmt nicht böse, wenn ich da keine Zeit für die Folge verschwendet habe. Das Handeln hier wird jetzt schon lange genug dauern. Ich werde mich allerdings, denke ich, auf einen Shop, denke ich mal, konzentrieren. Ich werde mal darauf verzichten, jetzt den besten Preis überall rauszuschlagen. Ich werde mal zu den drei Brüdern gehen. Da war ich doch immer, oder? Die haben, glaube ich, so ziemlich alles an Waren, was sie ankaufen. Oder was sie entziehen, ist so gut wie neu. Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Ich werde einfach mal hier verkaufen. Ich werde jetzt mich da nicht so ewig aufhalten. An und für sich haben wir ja schon ordentlich was an Geld. Wir haben alles an Ausrüstung, was wir wollten. Und es ist jetzt eigentlich nur noch Zweck der Sache, hier mit dem Geld die Häuser auszurüsten und zu kaufen. Sprich, da müssen wir jetzt nicht so eilig damit umgehen. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Serodil. So, was mich allerdings interessieren würde, wie habe ich denn hier das letzte Mal gefalscht gehabt? 55%. Scheint mir doch schon fast etwas niedrig. Na gut, okay. Ich werde mal auf 58 steigern und das gleich mal versuchen. Wir verkaufen allerdings erstmal und das die eher billigen Dinge. Zum Beispiel die Pfeile hier, das ist eigentlich ein ganz guter Anfang, um uns da beim Preis etwas ranzuklotzen. Erstmal die Eisenpfeile. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Das hat er schon mal akzeptiert, aber ich denke, viel höher können wir in dem Fall nicht gehen. Aber ein Versuch können wir auf alle Fälle nochmal wagen. Die Ebenholzpfeile als nächstes, 7 Stück. Oh, das sind immerhin 91 Gold, nicht schlecht. Das ist mehr, als ich für gewöhnlich zahlen würde. Oh, hat er dennoch akzeptiert. Sehr schön. Versuchen wir es doch gleich nochmal mit 62 Ebenholzbogen. Na, der ist etwas wertvoll. Ich nehme mal erst den Zwergenpfeil hier. Einen einzelnen können wir nicht so gut gebrauchen. Macht mir ein besseres Angebot. Ja, und da ist seine Gutmütigkeit am Ende. Müssen wir wieder etwas zurückkrebsen. Aber 60%, das ist in Ordnung. Da können wir nicht drüber jammern. Das ist mehr, als ich für gewöhnlich zahlen würde. Mehr, als er für gewöhnlich zahlen würde. Naja, ist dem eben so. Stahlpfeile, soll ich die behalten? Was habe ich denn noch so? Elfenpfeile, Glaspfeile, 13 immerhin. Die dätrischen Pfeile kann ich auf alle Fälle auch verkaufen. Die errichten zwar schön Schaden, Moment mal, mehr als die Glas. Ja, stimmt, die würden sogar mehr Schaden anrichten. Aber ich schieße ja eh so gut wie gar nie mit Pfeil und Bogen. Von daher verkaufen wir das einfach mal. Die sind ja doch auch recht schwer. Den Ebenholzbogen können wir jetzt auch verkaufen. Maximal 1000 Gold, das ist in Ordnung. Mehr ist der hier sowieso nicht wert. Das ist mehr, als ich für gewöhnlich zahlen würde. Sagt er immer wieder. Ist wohl ziemlich bitter für ihn, so viel hier bezahlen zu müssen. Aber für die 60% kann er sich, denke ich, auch nicht beschweren. Das ist immer noch viel weniger wert, als der Gegenstand eigentlich wäre. Ich sehe gerade, abgesehen von Glas- und Elfenpfeile haben wir nur noch die Stahlpfeile. Und damit sollte ich die schon behalten. Gut, in Ordnung. Dann werden wir mal zur Rüstung gehen. Amulette Absorption. Warum habe ich das denn nicht angezogen? Welches habe ich denn angezogen? Charisma. Na gut, das ist jetzt für den Teil hier nicht schlecht. Aber in der Vampirhöhle hätte uns ein anderer Talisman sicher besser getan. Naja, hat ja auch so gut geklappt. Ist also kein Problem. Dann verkaufen wir jetzt erstmal gleich den Ebenholz-Smaragd-Ring hier. Edle Stücke, die wir hier schon gefunden haben. Den Frostring hier haben wir ja auch gefunden. Oh, 100% bei Frost widerstehen. Es ist auch sowas. Das würde ich fast sagen, behalten wir das doch. Dann, wenn wir mal einen sehr starken Frostmark hier begegnen, dann werden wir dem Ring hier dankbar sein. Und schwer ist er ja auch nicht. Nur 0,1 Kilo. Das können wir uns leisten.
Ich frage mich gerade, ob ich den Schnelligkeitstalisman verkaufen soll. Erstens mal ist das nicht so der Wahnsinn, 8 Punkte auf Schnelligkeit. Zweitens mal, ja, ist er doch recht schwer, ein halbes Kilo immerhin. Ich denke, den werde ich mal verkaufen, zumal wir auf Geschwindigkeit ja sowieso nicht so setzen. Ein Werden wir den mal exzellentes los. Geschäft. Die leichte Rüstung ist natürlich auch nur zum Verkaufen Darin da. habt ihr viel Gold Auch hier verdient. werde ich alles gleich losschlagen. Aber sie ist halt praktisch mitzunehmen, weil sie relativ viel wert ist. Und oh, die ist relativ beschädigt. Die sollte ich noch reparieren, bevor ich sie verkaufe. Das glaube ich, mit dem anderen habe ich nicht drauf geachtet. So was Doofes aber auch. Naja, egal. Seien wir mal nicht so. Das ist jetzt nicht so tragisch. Die ganzen anderen Ringe hier behalte ich auch mal noch. Ah, gut, das Romare-Juwel ist auch ziemlich schwer, aber das hat natürlich mit der Unterwasseratmung einen nicht ersetzbaren Wert. Das ist echt wertvoll. So, gut. Tränke verkaufen. Ja, doch, ein paar Tränke werde ich doch noch verkaufen müssen. Auch wenn ich welche aussortiert habe, habe ich dennoch ein paar, die ich verkaufen muss. Aber ihr seht schon, ich habe nur noch so die üblichen Lebenswiederherstellen und andere Sachen wiederherstellen. Lehmgifte. Viel mehr ist das nicht. Ich habe mir gedacht, dass ich in Zukunft auch ein paar Wertefestigungssachen machen werde, falls wir auf schwere Kämpfe treffen werden. Bisher hat ja alles auch ohne Tränke und Gifte geklappt. Aber da werde ich mich in Zukunft auch ein wenig umsehen, was ich da an sinnvollen Tränken machen kann. Sowieso, da wir ja noch so viele Zutaten haben, die uns nützlich sein können. So, und ich habe jetzt auch geguckt, was diese Dämpfungstränke hier verursachen. Feuer widerstehen. Das sind ja die Dinger, die wir in der explodierten Alchemiehütte gefunden haben. Und ich frage mich, warum ein Feuerwiderstehend-Trank sowas anrichten sollte. Vielleicht hat er die ausprobieren wollen und hat eine Explosion verursacht, die dann doch etwas zu groß war, damit diese Tränke hier nützen können. Ihr seht ja auch, Feuerwiderstehen nur 20%. Das hat wohl einfach nicht gereicht. Und der gute Alchemist hat sich einfach selber in die Luft gejagt. Ich denke mal, es war sowas in der Art. Na gut, verkaufen werden wir sie dennoch. Wie gesagt, 20% Feuerwiderstand, das kann ich ja selber besser zusammenmixen. Daran habt ihr viel Gold So, verdient. es war noch ein Dritter. Bin ich jetzt an dem schon vorbei oder kommt der erst noch? Nö, hier sind keine Tränke mehr. Ausdauer wiederherstellen kann ich auch behalten. Ich habe auch geguckt, ob ich ein paar Krankheitswiederheiltränke herstellen könnte, aber das kann ich nicht. Leider nicht. Oh, da ist er doch. Da ist er doch. Oh, 40% ist da schon etwas mehr, aber immer noch nicht genug, als dass ich den behalten würde. Ja, davon brauche ich echt mal wieder ein paar. Könnte ich eigentlich auch gucken, ob er hier welche hat. Das wäre schon interessant zu wissen. Ich gucke auch mal kurz noch bei Zutaten, ob ich da noch was verkaufe. Wenn ich über 20 habe, würde ich sagen, verkaufe ich auf alle Fälle mal. Ach gut, die Nierenwurzel natürlich nicht. Die brauche ich, wie gesagt, immer noch für die Quest. Da müssten wir auch mal wieder vorbeigehen und diese Quest abgeben, um die nächste zu empfangen. Aber da haben wir ja keine Eile. Erstmal würde ich doch gerne der Hauptstory folgen und dann erst die restlichen Nebenquests machen, inklusive Gilden und allem. Da wollen wir uns mal nicht stressen. So, hier haben wir ja noch jede Menge Rollen. Ich denke mal, ich werde an denen jetzt einfach mal vorbeigehen und mich um andere Dinge kümmern, die schwerer sind. Zum Beispiel, diese Löwenpelze hier. Ja, da haben wir Das ja ist einige mehr, als ich Löwen mir. von befreien müssen, die uns im Weg waren. Dann Reparaturhämmer. Müssen wir auch 5 verkaufen. Oder können wir 5 verkaufen? Brauchen wir nur einen. Die Perle kann auch weg. Das klingt Auch nach wenn die einem sowieso nicht angemessenen so schwer Preis. war, aber das ist ja egal. Und 5 Wolfspelze haben wir ebenfalls noch. Eine Menge Wölfe, die da im Weg waren. So, dann haben wir das auch schon erledigt. Sehr schön. Hat ja gar nicht mal so lange gedauert. Und wir sind wieder 5000 Gold reicher. Sehr gut. So gefällt mir das doch. Aber ja, richtig, jetzt hätte ich das doch schon fast wieder vergessen. Nebst dem, dass wir ja noch nach den Tränken hier gucken wollten, da hat er gar nichts, müssen wir noch Glühstaub suchen. Wir haben ja zwei Alchemiehändler hier in der Stadt, in der Kaiserstadt. Die werden uns da wohl schon weiterhelfen können. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, er hat jetzt wirklich alles angekauft, was wir da so hatten. Von daher müsste das alles erledigt sein. Hab Dank. Auf Wiedersehen. Hab du auch meinen Dank? Das war jetzt wirklich sehr praktisch, konnte ich hier Auf alles verkaufen. Wiedersehen. Ich denke auch, ich werde ihn hier als Stammhändler für die Kaiserstadt nehmen. Er kauft alles und verkauft alles. Na gut, verkaufen jetzt nicht unbedingt. Aber da können wir dann immer gucken, wie es dann so aussieht. Die überweltlichen Ziegelsteine, die müsste ich auch mal gut zwischenlagern. Die brauche ich eigentlich auch nicht mehr, weil ich alles schon verzaubert habe, was ich verzaubern wollte. Vielleicht höchstens, wenn ich noch einen Ziegelstein finde mit einem besseren Wert oder so. Werden wir dann mal gucken. So, gut, dann passt das soweit.
gehen wir hier wieder raus und gehen noch kurz in die zwei Alchemie-Shops, respektive halt auch nur in einen, insofern wir da schon unsere gesuchten Sachen finden. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, wo waren die denn noch gleich? Rappenkurier, Benzin ist so gut wie neu, Lager, Futtertrog, ich glaube es war auf der anderen Seite hier drüben. Verteidigung zur vergoldeten Karaffe, das war doch der Alchemie-Shop, nicht wahr? Ja, das müsste der gewesen sein. Die zweite Tür also. Nee, ich helfe jetzt keinem Bettlern, ausnahmsweise. Jetzt habe ich gerade anderes zu tun. Es ist, glaube ich, auch der hochwertigere Alchemieladen. Sprich, hier werden wir wahrscheinlich mehr finden. Und hier sind auch schon überall Tränke und Gifte. Hier sind wir, richtig? Seid erneut gegrüßt. Ihr seid überaus willkommen hier. Ich habe alles, was ein angehender Alchemist so braucht. Schön zu hören, dass du alles hast und mich gerne hier empfängst. Das ist natürlich sehr nett. Gerüchte gibt es auch neue zu erzählen. Bin ich ja mal gespannt. Hey, seid ihr nicht die, die man die Heldin von Quatsch nennt? Ja, als hätte man mir das nicht schon mal tausende Male gesagt. Und zum x-ten Male, ich bin ein Mann, auch wenn es schwer zu glauben ist. Es ist so. Man weiß nie, wann man einen guten Trank benötigt. Genau, da hast du aber absolut recht. Aus, bevor es zu spät ist. Ich werde auch hier mal gucken, ob ich vielleicht ein paar Krankheitsheilungstränke finde. Es ist gar nicht so schlecht, die dabei zu haben. Die hat aber schon einige nette Sachen, muss man mal so sagen. Die heißen alle so komisch. Hier, Krankheitsheilung, 3 Stück. Teuer. Die sind aber sehr teuer. Ich kann, denke ich, schon noch ein bisschen falschen. Mal gucken. 42, da müsste ich doch einiges falschen können. Ich versuche es mal mit 50. Seien wir mal gerade ein bisschen dreist. Ich weiß nicht, soll ich alle 3 kaufen für 243? Das ist immer noch sehr viel. Ich habe nicht so viel Geld. Und wie wir sehen, wenn wir wieder ein paar Mal überzeugen müssen, ein bisschen bestechen, dann haben wir schon wieder gar kein Gold mehr. Wisst ihr was? Ich lasse das, glaube ich. Ich benutze die Krankheitsheiltränke wirklich nur noch im Notfall. Ich war mir jetzt echt nicht sicher, ob das Vampirismus war, aber ich glaube, das heißt auch wirklich so. Sprich, das nächste Mal werde ich nicht so übereifrig sein mit dem Krankheitsheilungstrank und dann wird das schon werden. So, gut. Jetzt aber Glühstaub. Bitte hab Glühstaub. Das ist jetzt elementar wichtig. Ansonsten, ja, genau. Ein Glühstaub. Oh, welch ein Glück. Da fällt mir ein, habe ich überhaupt geguckt, ob ich Glühstaub habe. Das wäre ja auch möglich. Wenn auch eher unrealistisch, aber möglich. Nee, Ginseng, da müsste hier da was sein. Ist es nicht. Puh, Glück gehabt. Hat die gute Dame wirklich Glühstaub? Den versuchen wir auch gleich so zu kaufen. Das kann ich nicht machen. Kann sie nicht machen. So ein Pech aber auch. Gehen wir halt etwas zurück. So, sehr schön. 48. Waren wir doch gar nicht so schlecht dabei mit 50. In Ordnung. Gut, dann haben wir jetzt den Glühstaub. Können wir also getrost nach Jadinal gehen. Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Bitte. War ja nicht viel, aber immerhin was. Jedes Gold hilft, auch dir. So, geh dir hier wieder raus. In Ordnung, jetzt darf ich nur den Glühstaub nicht auszusehen in einen Trank verwurschten. Das wäre wirklich sehr schade. Aber ich denke, da werde ich mich schon anhalten können, das nicht zu tun. So, wo geht's denn jetzt hier am schnellsten? Aus der Kaiserstadt hinaus. Ich möchte ja doch mein Pferdchen wieder mitnehmen. Dann werden wir als ersten Zwischenhalt hier Rona Jenseriks Hütte nehmen. Und dann zurück nach Jadinal. Da werde ich dann wohl auch die Diebesquest erledigen, die Diebesgilde-Quest. Und dann hier hoch zu Asura Schrein. Verzeiht, wenn ich das immer wieder sage, aber ich gehe halt mal davon aus, dass auch immer mal wieder neue Zuschauer dazukommen oder halt Leute, die wieder dazustoßen irgendwann. Und dann möchte ich doch immer mal wieder erwähnen, was ich so als nächstes vorhabe. Und ja, ich muss ja halt irgendwas auch mal plappern, nicht wahr? Muss ich mich auch immer selber ein bisschen dran erinnern. Oh, da hat es wer wieder eilig. Macht aber nichts, darf er ruhig. Ich habe mich jetzt auch wirklich dazu aufgerafft, nicht immer wieder die ganzen Pflanzen und so, die Alchemiezutaten einzusammeln. Es ist wirklich nicht mehr nötig. Ich habe jetzt mal ins Inventar geguckt. Es ist wirklich Wahnsinn, was ich da an Zutaten habe. Oh, ich muss noch eine Tür weiter, damit wir zum Ausgang kommen. Und ich muss mich da wirklich ein bisschen anhalten und nicht alles einsammeln. Es ist einfach nicht mehr nötig. Aber ich glaube, die Dinge hier sind gut für Lebenstränke, die Fliegenpilze. Sprich, da kann ich echt ein bisschen einsammeln. Die können nicht schaden. Wiedersehen. So. Und jetzt, da ich ja mein Inventar wieder ein bisschen geleert habe, dürften wir auch wieder einiges tragen können. Das kann ich auch mal gucken. Wie viel ist es denn? Na bitte, 376 von 500. Okay, das hätte ich jetzt gedacht, dass das mehr wäre. Aber was soll es denn schon? Ist ja nicht schlimm. Ah, da haben wir einer der mythischen Morgenröte, der uns hier ohne Vorwarnung und unverhofft angegriffen hat. Das war auch ziemlich dreist.
Oh, du bist ein ich Bettler, nicht wahr? Ich möchte doch nur genug, um meine Kinder füttern zu können. Ja, genau. Ich wollte doch jetzt nicht hier weggehen, ohne einem der Bettler noch ein wenig zu helfen. Dank, mein Herr. Das macht sich immer gut bei der Diebesgilde. Dann sind die auch schön dankbar und helfen mir bei den Quests immer weiter. Spricht sich alles rum. Ist auch in der echten Welt so. Oh, da könnt ihr durchaus mal nett sein. Das wird sich auszahlen. Ja, gut. Manchmal zumindest. So. Gut, wir hoffen, dass unser Pferd noch lebt, denn hier ist ja das Gerücht im Gange, dass hier Pferde gegessen werden von einer gewissen Ork, die hier den Stall beherbergt. So, oh, das ist gleich mein Pferd, sehr schön, es lebt noch, es hat sich hier tapfer gehalten, sehr schön, es dürfte auch wieder volles Leben haben, hoffe ich. Was treibt die da? Naja, egal. Kann uns egal sein. Wir wollen ja nur hier weg. Richtung Jade Null. Da werde ich aber das Tor trotzdem mal noch schließen. Wir wollen ja immer schön höflich bleiben. So, gut. Dann auf aufs Pferd. Ich hoffe, dass ich unterwegs nicht allzu vielen Feinde begegnen werde. Grammatik und so, ja, ja. Beherrsche ich auch. Man merkt es zwar nicht so wirklich, aber ab und zu beherrsche ich es dann doch. Und ich hoffe auch, dass wir nicht unbedingt ein Oblivion-Tor auf dem Weg haben. Denn dann wäre ich dazu gezwungen, es zu schließen. Kann ich nicht anders. Das ist halt einfach so. Ja, wenn so eines mitten auf dem Weg liegt und ich genug Platz im Inventar habe, komme ich da nicht umhin. Dann muss ich das einfach kurz schließen, damit ich da ein ruhiges Gewissen habe. Ich wollte auch mal kurz noch auf die Uhrzeit gucken. Wie sieht es da denn aus? 1 Uhr. 1 Uhr nachmittags. Das ist in Ordnung. Da werden wir locker nach Jade Null durchkommen. Respektive zumindest zu der Hütte, wo wir den armen Kerl finden werden, der als Vampir bezichtigt wurde. Den können wir dann aus seinem Exil befreien. Der wird dann in die Kaiserstadt zurückkommen können. Auch wenn es natürlich ein geringer Trost ist, nachdem Seridur heißt er, glaube ich, richtig. Seine Geliebte, seine Freundin oder was es auch immer war, schon ausgesaugt hatte und dann ihn bezichtigt hatte, dass er das getan hätte. Ist natürlich ein sehr schlimmes Schicksal, aber naja, eine kleine Wiedergutmachung. Ein Wolf, ich werde den mal zu umreiten versuchen. Jetzt verfolgt er uns, aber ich werde ihn, glaube ich, wirklich einfach links liegen lassen. Ich habe da ein bisschen genug davon, ständig diese Viecher töten zu müssen. Da vorne war, glaube ich, auch immer ein Feind. Da werde ich jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein. Da ist auch nichts. Na gut, dann können wir da auch einfach dran vorbeireiten. Ich verfolge jetzt, glaube ich, wieder einiges, aber ist ja nicht schlimm. Sollen die das nur tun, wenn die Spaß daran haben? So, das Oblivion-Tor hier hatten wir schon geschlossen, vor einer ganzen Weile schon. Da brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern. So, und hier dürften jetzt, glaube ich, keine Feinde sein. Keine weiteren. Kommen jetzt dann bald zu dem Hof, wo alle Leute mal unsichtbar waren. Oh, das ist auch schon ewig her, dass wir da die Quests gemacht haben. Das ist wieder gerade frisch aus dem Kerker geschlüpft, könnte man sagen. Ah, da ist der Schäfer mit seinem Hund. Und ohne Schafe. Hast du deine Schafe verloren? Welch ein Pech aber auch. Na gut, in Ordnung, gehen wir mal weiter. Hier sind wir noch nicht an unserem Ziel. Das ist noch doch noch einige Meter weg. Ah, das sind die Schafe doch. Läuft er da einfach so rum? Vielleicht beschützt er auch die Ortschaft vor irgendwelchen Feinden, vor Wölfen und so, die auch uns gerne mal verfolgen. So, die nächsten Feinde sind da vorne bei der Ruine. Da sind die immer mal sehr aktiv. Die werde ich dann wohl auch aus dem Weg räumen. So, und hier war doch auch immer ein Wolf oder was in der Art. Ich will nicht alles umreiten, weil ich will ja doch auch ein wenig meinen Teil dazu beitragen, die Straßen etwas sicher zu halten. Ja, da vorne ist zum Beispiel ein Minotaurus. Werde ich mal eben kurz zwischenspeichern, absteigen und den erledigen. Oder ist es ein Troll? Ich kann es gerade nicht so richtig. Nee, es ist ein Minotaurus. Ich glaube aber ein relativ kleiner, kein Minotaurenfürst. Damit dürfte er nicht so gefährlich sein. Jawohl, ist ein normaler Minotaurus. Hält aber doch auch einiges aus. Nicht aufgepasst. Aber ist auch ziemlich träge. Nicht so flink. Sprich, er trifft uns nicht sehr gut. Und ohne einen Treffer ist er auch zu Boden gestürzt, hat uns kein einziges Mal verwunden können. Ho, haben wir gut gemacht. Naja, ist eigentlich nicht so die typische Kampfart für einen Kerl in schwerer Rüstung und Kriegshammer, aber es funktioniert ganz gut. Auch mit der schweren Waffe kann man gut tänzeln, hin und zurück und so weiter und damit auch relativ erfolgreich sein. So, jetzt hier, wie gesagt, da sehen wir auch schon den einen Bandit.
Auch hier werde ich erstmal kurz zwischenspeichern, genau, nicht schnell laden, wie es mir schon einige Male passiert ist. Und vorgehen, nicht, dass mein Pferd hier gefährdet wird. Das möchte ich nicht tot haben, nein, nein. So, und da kommen sie auch schon auf uns zu. Ja, eine Bogenschützin ist das. Okay, au, trifft auch ziemlich gut. Kann man nichts sagen. Und hält auch einiges aus. Kommt auch schon ein anderer Bandit. Boah, die sind noch viel flinker als ich. Und jetzt macht sich unsere Rüstung auch gut. Jetzt brauchen wir die auch. Soll ich jetzt etwa Angst haben? Nö, Angst haben musst du nicht. Nur sterben, das reicht mir schon. Habt ihr den Schlag gesehen? Ja, das sind eben unsere Ork. Die haben schon einiges drauf. Hat mich auch gleich betäubt mit deinem starken Angriff. Da muss man schon aufpassen. Die Banditen haben schon was drauf. So, aber ich blockiere alles relativ gut. Nehme relativ wenig Schaden bei geblockten Angriffen. So, und jetzt haben wir unsererseits auch relativ viel Schaden verursacht. Na, komm schon. Schau du nur noch ein wenig drauf. Blocken kann ich nämlich noch gut verbessern. Sprich, da können wir dann bald auch wieder einen Stufenaufstieg für uns haben, wenn wir noch ein bisschen blocken. So, jetzt geh mal bitte drauf. Dankeschön. Es dauert hier ja doch schon eine ganze Weile. Ork-Brusthanisch war das also. Ich habe mich schon gefragt, was das für eine Rüstung war. Hat sich damit also geklärt. Aber schwere Rüstung nehme ich jetzt nicht mit. Das ist mir alles ein wenig zu schwer. Wir gucken mal noch beim Bogenschützen. Ja, das könnten wir schon eher mitnehmen. Zumindest die Pfeile nehme ich mal mit. Glasbogen ist ein wenig wert für die für das ganze Gewicht. Ah, auch sie hatte schwere Rüstung an. Aber Ork-Sachen nehme ich jetzt mal nicht mit. Die sind auch wirklich nicht sehr viel wert. Wir gucken mal eher noch, was hier so zu finden ist. Ich glaube, in den Fässern und so ist auch nur Lebensmittel drin. Sprich, da müssen wir auch nicht unbedingt welches mitnehmen. Vielleicht hier noch im Beutelchen geguckt. Nee, das lasse ich mal alles hier. Wobei, die sind für Ausdauertränke gut. Ah, habe ich auch noch genug da. Ist kein Problem. Lebensmittel müsste ich auch noch so einige im Inventar haben. So, gehen wir da mal wieder zu unserem Pferdchen zurück. Das hat das Ganze hier aus der Ferne betrachten können. Musste nicht Hand anlegen. Kann es aber ja durchaus auch. Ich repariere mal eben noch meine Rüstung und die Waffen. Die Waffe, beziehungsweise wir benutzen ja nur eine. Dann können wir gleich mal weiterziehen, respektive die Folge erstmal beenden. Ja, die ist ja schon wieder lang genug, sehe ich gerade. Sprich, dann werden wir in der nächsten dann weiter nach Jadinal reisen. Oh, und jetzt habe ich vergessen, die Glashandschuhe und Stiefel zu reparieren und nochmal zu verkaufen. Aber das können wir dann auch in Jadinal erledigen. Das ist kein Problem. So, gut, in Ordnung. Ja, in Ordnung, liebe Leute. Dann würde ich sagen, unterbreche ich doch gleich mal an der Stelle. Wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann das nächste Mal.